Für Judenfeindlichkeit gibt es in unserer Gesellschaft keinen Platz. Hier muss der Rechtsstaat konsequent handeln. Okay, schauen wir uns das mal an. Was ihr gerade gesehen habt, ist passiert in Berlin am 23.04. bei einer pro-palästinensischen Demo. Ich meine, diese Demonstration ist sicherlich legitim, aber was haben wir gesehen? Das war Judenhass. Und zwar, wie er im Buche steht. Oder will das jemand leugnen? Ich meine, Videos lügen nicht, Frau Faeser. Das Relativieren hinterher und das Runterspielen unserer deutschen Politiker, zum Beispiel von dieser Frau Faeser, das kotzt mich an. Diese ewig heuchlerische Doppelmoral. Stellt euch mal vor, das wäre bei einer anderen Demo passiert. Zum Beispiel bei einer Anti-Corona-Demo, bei einer Anti-Maßnahmen-Demo. Wenn man auch nur ansatzweise solche Wörter gegenüber dem Staat benutzt hätte, oh mein Gott. Ich glaube, heute wären schon ganz viele Menschen gefangen genommen worden, beziehungsweise bereits bei der Demo. Und was ist bei dieser Demo passiert? Nichts. Uns wird ständig von diesen Politikern vorgegaukelt. Oh mein Gott, wir müssen tolerant sein und keiner darf mehr ausgegrenzt werden. Aber was passiert denn tagtäglich? Russen werden ausgegrenzt, Ungeimpfte werden ausgegrenzt und auch Juden werden ausgegrenzt. Und anstatt man mal wirklich mit dem Finger zeigt, wer daran schuld ist, nein, der wird wieder relativiert. Jetzt werden wieder solche Tweets gemacht, oh mein Gott, das darf in Deutschland nicht passieren und wir müssen ja aufhören, wir müssen toleranter sein. Aber im Endeffekt, es ist in unserem Land. Hier wird dann wieder bald die Diskussion fortgeführt. Das größte Problem ist der Rechtsextremismus. Aha, okay. Ist das so, Frau Faeser? Gehen Sie doch mal nach Berlin. Gehen Sie doch mal in die Problemviertel. Und überzeugen Sie sich selbst. Und wenn Sie sich nicht trauen, dann schauen Sie sich einfach die Videos an, die tagtäglich, auch bei Telegram, gezeigt werden. Anstatt man diese Plattform verbietet, weil dort findet man noch die Wahrheit, Frau Faeser. Und irgendwann wird halt die Wahrheit zu groß und dann müssen Sie eben auch reagieren. Aber wie Sie reagieren, das ist das Problem. Weil Sie reagieren nicht wahrheitsgemäß. Sie reagieren einfach nur wieder so, wie es ihnen in den Kram passt. Aber die Menschen, sie verstehen mittlerweile, was das größte Problem ist. Und das größte Problem ist nicht der Rechtsextremismus. Das größte Problem ist auch nicht Anti-Maßnahmenpolitik. Das größte Problem ist die aktuelle Spaltung in der Gesellschaft, wofür Sie mitverantwortlich sind. Und Sie sollten endlich mal daran etwas ändern und wenn Sie nicht in der Lage dazu sind, dann sollten Sie zurücktreten. So einfach ist das. In dem Sinne, Leute, haut rein und lasst euch nicht spalten und hört auf, andere Menschen zu hassen. Das ist ekelhaft. Und das im Jahr 2022. Unfassbar, Mann. Haut rein, Mann.